Es ist der Moment, in dem ich wahnsinnige Flashbacks kriege. Aber das Ding stecken wir ein und dann fräse ich da die Wellen rein. Vor unserem Haus liegt ein Haufen Holz. Und auf diesem Haufen Holz liegt noch ein altes Stück Holz, was über ist von den Arbeiten am Dach. Diese Gerüstbohle hier. Die bringen wir jetzt heute mal rein, denn daraus sollen wir was bauen. Aber bevor wir das machen können, müssen wir uns die ganz genau angucken und schauen, ob da Metall drin ist. So, das geht ja gut los. Mein Metalldetektor geht nicht und wie ich dann feststellen durfte, ist da keine Batterie drin und der Deckel sieht angeknabbert aus. Ich glaube, Mara hat sich als Welpe das Ding mal geschnappt. Aber ich habe diesen anschaltbaren Magneten, den ich eigentlich für meine Tischkreissäge nutze und den können wir natürlich auch hervorragend nutzen, um zu gucken, ob da irgendwo Schrauben, Nägel oder irgendwelche anderen Reste von Metall drin sind, die die Maschinen zerstören würden. Zum Glück, und ich bin ehrlich gesagt überrascht, war da gar nichts drin. Wir haben nur diese beiden Endkappen hier, die säge ich jetzt einfach erstmal ab. Vielleicht mache ich daraus später noch was. Wenn ihr eine gute Idee habt, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr daraus machen würdet. Dann schneide ich mir das Ganze grob auf Maß, auch wieder mit der Japansäge, das geht ruckzuck. Zack. Und das zweite Ende muss auch noch ab. Diese Teile haben wir jetzt erstmal und die will ich mir jetzt erstmal einmal in der Mitte durchsägen, einfach weil die zu verdreht sind. Wenn wir die jetzt abrichten würden, also gerade ziehen, dann würden wir einfach viel zu viel Material verlieren. Dieses Stück hier konnte ich ganz gut durchsägen. Beim zweiten sehen wir aber gleich, das ist wirklich sehr, sehr verbogen und ich merke, dass es sich da jetzt wirklich stark einklemmt. Deswegen stoppe ich jetzt die Säge einfach einmal, warte bis sie aus ist, ziehe das Stück zurück und säge dann von der anderen Seite nochmal. Das klappt in der Regel immer ganz gut. Wenn ihr merkt, dass die Spannung einfach viel zu krass ist, dann nehmt die Bandsäge. So ging es aber und man sieht, wie schief das Ding ist. Deswegen ab zur Abrichte. Erstmal gucken, was wir da rausholen können. Tatsächlich hat es eine ganze Weile gedauert, die Dinge abzurichten, weil die einfach wirklich komplett krumm waren. Aber es geht. Dann nochmal schnell eine Seite. So haben wir zwei Referenzkanten und können dann rüber zum dicken Hobel mit all den vier Teilen, den wir haben. Einfach einmal durch. Wenn ich mir das so angucke, dann müsste ich mal die Durchlaufgeschwindigkeit beim dicken Hobel höher stellen. Zum Glück geht das bei dem Modell. Aber Hauptsache, es sieht am Ende gut aus. So, jetzt schneiden wir die Streifen noch einmal in der Mitte durch, weil sie immer noch zu dick sind. Und dann haben wir tatsächlich das Fertigmaß, was wir haben wollen. Ich finde an diesem Punkt schon absolut überraschend, wie schön das Holz aussieht. Also die Bohle sah ja echt wild aus und die Teile sind wunderbar. Bis jetzt weiß ja noch gar keiner, was wir bauen. Wir bauen einen Spiegel, aber nicht irgendeinen. Einen ganz besonderen für meine Tochter. Dafür nehmen wir, dieses Spiegelglas, was wir auch aus unserem Haus haben. Durch die Dacharbeiten haben wir einige neue Räume voller Müll von den Vorbesitzern entdeckt. Und da haben wir auch diesen Spiegel gefunden. Der kommt jetzt hier rein und ich erzähle euch den Rest, während ich arbeite. Der Spiegel sitzt später zwischen den Rahmenteilen und oben und unten möchte ich noch so eine Füllung haben. Wir brauchen also nochmal zwei Rahmenteile und die Füllung, das ergibt 11 cm plus den Spiegel minus die Nut. Ergibt die Höhe des Rahmens. Das können wir jetzt einmal abschneiden, das geht ruckzuck. Und dann können wir uns auch schon an die Nut machen. Das ist ja eine Einsatzfräsung, also wichtig, hinten runterhalten, an den Anschlag sauber runterführen und dann ganz in Ruhe fräsen. Fast bis zum Ende, ich hebe das Werkstück dann nicht an, sondern stoppe einfach die Fräse, warte bis der Fräser stehen geblieben ist und ziehe es dann raus. Und es passt perfekt. 3 mm sind das und tatsächlich hat der Spiegel jetzt gar kein Spiel, das ist mir ganz wichtig. Ist natürlich eine Mini-Nut, aber es geht. Jetzt können wir messen, wie breit die Zwischenteile im Rahmen sein müssen. Ich mache es immer lieber, wenn alles schon zusammen ist. So kann man es wirklich ganz präzise messen und natürlich absägen. So sehen die Teile jetzt aus. Aber was jetzt? Werbung! Unser Produkt, was wir heute bauen, ist fürs Kinderzimmer, für das Zimmer meiner Tochter. Und ich finde es wunderbar, mitzuerleben, wie aus einem kleinen Menschen ein etwas größerer wird. Und ihr erinnert euch vielleicht auch daran, dass wir dieses Kinderbett vor einigen Jahren gebaut haben. Damals auch schon mit einer Emma-Matratze ohne Emma-Kooperation, weil wir auch damals schon von der Qualität überzeugt waren.
Über die Jahre haben wir viele weitere Projekte gebaut. Und ich finde es ganz toll zu sehen, dass wir eine so lange, starke Partnerschaft haben und uns zusammen weiterentwickeln. Und auch ihr findet das super, weil eine der meistgestellten Fragen ist immer noch, Jonesman, gilt dein Emma-Code noch? Der alte nicht, aber der neue, dieser hier. Denn aktuell ist der Back-to-School-Sale und gerade da sollte man natürlich gut schlafen. Ich fand es immer schwierig zur Schule gehen und wenn man wenigstens ausgeschlafen ist und gut schläft, dann geht das besser. Aktuell könnt ihr dort bis zu 40% sparen. Mit meinem Code aber nochmal 5% on top. Das sind also bis zu 45% bis zum 18.09. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr irgendwas rund ums Thema Schlafen braucht. Denn wir haben es schon gezeigt. Es gibt nicht nur Matratzen, Topper und Co., sondern auch wunderbare Bettwäsche, Bettbezüge. Alles rund ums Thema Schlafen. Und das in bester Qualität. Und so soll es bei dem, was wir heute bauen, natürlich auch sein. Deswegen guckt ihr jetzt bei Emma vorbei und dann bauen wir weiter. Wir machen weiter mit der Verbindung des Tages. Schlitz und Zapfen im Mini-Format. Ich säge das Ganze jetzt hier mit der Festool-Säge aus einem ganz einfachen Grund. Hier kann ich wirklich die Höhe über die digitale Einstellung so präzise einstellen, wie ich es brauche. Denn der Zapfen soll wirklich schön sitzen. Für unsere Verbindung habe ich hier heute ausnahmsweise mal ein Teststück gemacht, weil wir mit einer Mini-Nut arbeiten und einem noch winzigeren Zapfen. Das bedingt sich einfach dadurch, dass hier der Spiegel drin sitzt. Und der hat 3 mm Stärke. Ich möchte nicht, dass das Glas hin und her wackelt. Also ist das das Maß, was vorgegeben ist. Die Frage ist, ob so ein Mini-Zapfen halten kann. Das gucken wir uns jetzt vorher einmal an, bevor wir das weitermachen. Gerade wenn wir so kleine Zapfen haben, dann muss natürlich alles wirklich perfekt passen. Ist der Zapfen zu locker, könnte sich das Teil drehen und eventuell abbrechen. Sitzt er zu fest, schlagen wir es zusammen und er bricht dann schon ab. Deswegen fasse ich jetzt hier einmal. Und dann wollen wir mal gucken, wie das passt. Das sitzt gut. Wir kleben das mal fest. Es kommt nicht oft vor, dass ich meine Verbindung vorher teste. Ich nehme jetzt einfach Sekundenkleber. Mit Leim ist das Ganze noch mal etwas stabiler, aber so geht es schneller, um es zu testen. Und wir bekommen schon einen guten Eindruck, ob das Ganze hält. Und wir müssen nicht lange warten. Unser Mini-Zapfen ist eingeklebt. Und jetzt bin ich doch ein bisschen gespannt, ob das überhaupt hält. Muss ich natürlich klar machen, hier sitzt später noch ein Rahmenteil. Hier drunter sitzt noch eine Füllung. Also im Prinzip gibt es eigentlich fast keine Kraft, die darauf wirken könnte. Jetzt fängt er so langsam an und es klingelt. Oh Gott, was für ein Zufall. Moment. Das war wichtig. So, nächster Test. Man kriegt es auseinandergebrochen, aber mit einem langen Hebel und es hält tatsächlich relativ gut. Das ist ein Test, ihr werdet auch normalen Schlitz und Zapfen auseinandergebrochen bekommen mit einem langen Hebel, aber man sieht, das hält schon wirklich gar nicht schlecht. Mit normalen bleiben später noch besser, also das funktioniert. Wir können alle Teile so machen. Das stecke ich jetzt einfach wieder zusammen, lege das hier hin. So. Jetzt, wo klar ist, dass es geht, können wir weiter sägen. Also überall die Zapfen dran. Das klappt erstmal gut, aber ups, mein Anschlag war überhaupt nicht fest. Schade. So, wenn wir die Zapfen haben, müssen wir in 2 der Zapfen wieder eine Nut fräsen, weil die Teile ja später am Spiegelglas sitzen. Diesmal können wir aber einfach durchfräsen und da sieht man auch nochmal, der Zapfen ist wirklich minimal ein Hauch breiter als die Nut, sodass er richtig schön eng drin sitzt. So sieht das Ganze dann aus. Und dann können wir noch 2 ganz kleine Zapfen an diese Füllungsteile sägen. Die sind wirklich nur dekorativer Natur, die hängen da einfach nur drin. Aber dekorativ, Moment, da fehlt doch dann noch was. Es ist der Moment, in dem ich wahnsinnige Flashbacks kriege zu diesem Projekt hier. Meine Tochter findet die Oberfläche der Bank wunderbar. Und sie sagt, ich möchte auch sowas für mein Zimmer haben. Gut, ich möchte natürlich nicht genau das Gleiche replizieren. Deswegen habe ich jetzt hier auf meinem Dremel so einen kutzal runden Kratzer drauf. Das genaue Wort fällt mir gerade nicht ein, weil ich unter Panik stehe. Ich habe
Diesmal ist alles anders. Teststücke gemacht, um zu gucken, was ich mit dem Ding überhaupt gebacken kriege und was nicht. Und vor allen Dingen auch, um zu gucken, was meiner Tochter gefällt. Hier habe ich verschiedenste Muster mal mit dem Ding vorgefertigt. Sie findet diese Wellenform am besten. Supi, ich finde Wasser auch toll. Allerdings finde ich das am schwierigsten, weil ich dieses dämliche Ding die ganze Zeit wie eine Welle führen muss. Egal, alles für die Kinder. Vielleicht versemmel ich jetzt das komplette Projekt. Aber das Ding stecken wir ein und dann fräse ich da die Wellen rein. So, reimen geht trotzdem noch. Und ich klebe die Bretter gleich hier mit doppelseitigem Klebeband fest, damit ich wirklich beide Hände an dieses Ding packen kann. Los geht's. Es hilft alles nichts. Auf los geht's los. Das Teil zu führen, es ist ganz schwer zu beschreiben eigentlich. Also es ist eigentlich einfach, aber irgendwie auch schwierig. Ich bin natürlich absolut auch kein Profi da drin. Ich glaube, jeder, der mehr Erfahrung darin hat, wird sich wahrscheinlich kaputt lachen darüber. Aber ich habe eigentlich das, was ich haben wollte, ganz gut hinbekommen. Genauer gesagt, das, was meine Tochter haben wollte, weil das ja im Prinzip das ist, was sie haben will. Ich habe erstmal vorsichtig die Linie gezogen und dann nochmal, wie man hier sieht, tiefer nachgezogen. Das ist echt erstaunlich. Ein Dremel ist ja wirklich ein relativ kleines Werkzeug und dieser kleine Fräser ist winzig klein. Aber es geht super gut. Ich glaube, man kann da sogar noch viel aggressiver ran. So wie beim Schleifen jetzt. Das muss einmal alles weg und dann nochmal mit ein bisschen Schleifpapier in die Rundung rein. Das muss schon sein. Ich finde, es ist auf jeden Fall echt cool geworden. Und jetzt müssen wir natürlich dann auch alles einmal zusammenbauen, weil wir ja nicht nur coole Paneele haben, sondern einen schönen Spiegel. Ich gebe jetzt ein bisschen Leim an, kleine Punkte. Und dann stecke ich das Ganze einfach zusammen. Das erste Teil steckt schon drin. Jetzt steckt das zweite. Da kommt der Spiegel dazu. Das ist echt, also ich finde, es gibt kaum ein besseres Gefühl als solche Verbindungen, die einfach richtig gut passen. Der Spiegel passt auch so gut in diese 3 mm Nut. Das hat richtig schön so ein bisschen geknarzt. Vielleicht hört man das auch. Also es ist wirklich ein tolles Gefühl. Und ich finde, man sieht schon schön, wie der Spiegel gleich aussieht. Ein bisschen Gewalt muss trotzdem sein. Na komm, jetzt aber nochmal. Letzte Stückchen noch vorsichtig reinpacken. Auch das passt wunderbar. Und das machen wir jetzt ganz besonders. Wir bohren hier vor, um dann zu nageln. Ich habe diese super coolen eckigen Nägel mit so einem gehämmerten Kopf. Die sehen so klasse aus, haben so einen leichten Blaustich. Und wenn man die ein bisschen vorbohrt, dann reißt auch gar nichts mehr aus. Das sind wirklich große Nägel und die halten wunderbar. Man braucht nur ein bisschen Kraft, um es reinzubekommen. Vielleicht beim nächsten Mal den Rahmen festspannen. Ich weiß es nicht genau, aber rein geht's auf jeden Fall. So. Und das Ganze natürlich an allen Ecken. Jetzt noch schön die Kanten ein bisschen anfasen, das mache ich einfach frei Hand. Passt besser zur allgemeinen Optik, aber es dürften trotzdem ungefähr 45 Grad sein. Unten auch noch mal ein bisschen, dass es auch schick ist. So. Und noch mal andersrum, muss auch manchmal sein, damit es nicht ausreißt. Und dann sind wir eigentlich auch fertig. Fertig ist er, der Spiegel fürs Kinderzimmer. Ein wunderbares Projekt. Was auf jeden Fall jeder nachbauen kann. Und was ich ganz besonders toll finde, ist, wir haben etwas super Altes, Rustikales genommen und was ganz Neues draus gemacht. Und im Prinzip ist das ein Projekt, was wirklich fast gar nichts kostet. Was ich extrem finde, ist A, das Fräsen. Das macht Spaß und erfordert Übung. Aber diese alten viereckigen Nägel, ich finde, die haben einfach einen Charme, der unglaublich gut ist. Und ich finde, das passt so ein bisschen zu der Idee, wo der Spiegel mal herkam. Vom Gerüst, von unserem Haus. Alles hängt zusammen, also müsst ihr ein Abo reinsmashen. Ist ja klar, weil wir alle zusammenhängen als Community. Und solche Projekte, die irgendwie so ein bisschen fürs Herz sind, machen mir immer am meisten Spaß. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt doch mal den Hashtag eckiger Nagel, damit jeder, der das Video nicht ganz gesetzlich denkt, jetzt drehen sie hier durch beim Winkler. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.